Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask, dem Schwatten-Randomizer. So langsam werde ich ratlos. Das ist schlecht. Ja, wir müssen jetzt aber so langsam, aber sicher mal... Waren wir im Ikana Canyon bei dem Steinmaskenfritzen und können wir ein Pulverfass kaufen? Dazu brauchen wir A, Geld, das ich hoffentlich auf dem Weg beschaffen kann, aber wir haben keinen roten Drink, den ich eigentlich auch beschaffen müsste. Um es nochmal zu testen, weil ich es echt vergessen habe, ob wir da waren oder nicht. Ach, wir haben nicht mal mehr Magie, um ein bisschen Kohle zu rollen. Na komm schon. Das Scheißding kostet was? Ein Fuffi? Ja. Okay. Also, einmal rum. Und dann, die Uhrzeit sagt, glaube ich, gerade nein. Bin mir nicht sicher mit dem Bombenshop. Grösche. Hau mal rein, komm hier. Yo. Ja? Ja? Geil! Okay, das klappt. Gut. Das bringt uns jetzt nichts, weil wir den Cycle ja am ersten Tag anfangen müssen. Aber für ein Swanny kriegen wir bestimmt noch eine rote. Oder? Scheiße! Damn! Yo, 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 yo! Du da! Gib uns 9. Ist mir egal. Der uns die Scheiße einfach immer hinterher drückt. Hat er uns gerade tatsächlich eine Gebühr von 4 Rubinen abverlangen wollen und hat uns 5 gegeben, weil wir über 1000 haben. Geil, solide. Da, gib mal das. Heide, tschüss. So. Ich meine zwar tatsächlich, also ich meine, wir waren bei dem Kollegen. Ich will halt echt nur sicher gehen. Also go. Rollin', 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 keep rollin', 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 keep rollin', 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 rollin'. Ha, nett. Okay. Wir könnten zwar mit dem Goron Bomb Jump Ding über die Zäune, aber warum nicht mitten aus der Wand heraus ein Pferd spawnen? Und nachts ist mir das hier auch viel lieber als mit diesen scheiß Bombenratten. So. Klick. Und du so? Ha! Ja! Genau! Und? Du hast die Maske nicht mehr auf der Fresse.
Also gibst du mir nichts? Ja, ne? Mach dann 5er. Okay, also. Okay, cool. Also, ja. Cool. Okay. So, lass mich mal kurz nachdenken. Wir haben ja. Ja, vergiss es. Der Dude. Ja, vergiss es. Da kommen wir nicht hoch. Das heißt, wir. Das heißt auch, ich war verpeilt. Wir kommen gar nicht in die. An die. Wir kommen auch gar nicht an die Höhle, Herzen, Höhle. Aber. Einfach nein. Crab Baskets! Crab Baskets! Jarö! Das heißt, ich war auch nicht in der ersten Herzenhöhle drin. Was ich eigentlich dachte. Aber, ja. Das Projekt zieht sich jetzt halt schon ein bisschen. Und ich glaube, ich habe es halt ganz einfach verwechselt mit meinem 3DS Majora's Mask Run. Den ich hatte, bevor ich das Projekt hier durchgezogen hatte. Einfach because Nostalgia. Und danach bin ich auf diese Idee hier. Also egal. Okay, jetzt wird's kompliziert. Aber wir können Pulverfässer kaufen. Das heißt, ich werde jetzt tatsächlich. Ja, scheiß drauf, ich werde jetzt die Zeit zurückdrehen. Werde ein Pulverfass kaufen. In der ersten verfickten Morgenstunde werde ich jetzt diese Bombenshop-Heinis aus dem Bett klingeln und vielleicht mein Mikrofon ein bisschen nehmen. Und er wird fragen, aber, okay, hier hast du. Soll das so lange so schwarz bleiben? Bitte hab gespeichert. Bitte. Pause. Nein. Zurücksetzen. Soft Reset. Hard Reset. Hey! Emulation beenden. Motherfucker. Ach so. Cool. Okay. Häng dich auf. Fick dich.
Zum Glück ist bei mir momentan aufgeräumt. Also ja, die Kamera ist halt eigentlich, weil ich faul war, nur hinter dem. Whatever. Jetzt muss ich ein bisschen warten, weil es lädt. Na komm schon. Mach es auf. Geht doch. Sweet. Also. Ja, das ist normal. Ja, ihr hört, es ist okay. Und Dawn of the First Day, ja, na klar, aber. Schwein gehabt. Alles da. Die weinende Maske ist da, meine Herzen sind fit und die C-Knopf-Belegung ist auch noch genau die, die wir vorhin hatten, bevor wir ausgemacht haben. Ausgemacht wurden sind. Cool. Also. Tür eintreten. 5 Turbine abheben. Und Tür eintreten. Nein, Moment. Sorry. Nein, 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 nein. Ja. Koste mich nicht. Verdammt nochmal meine wertvolle Zeit. Use it wisely. Ja, ich weiß, ich habe über 1000 Mücken. Scheiß mal, verdammte Scheiße. Cool. Hier hast du 5 Rubine mehr, nur so als Zinssatz. Kauf dir, keine Ahnung, was Schönes. Eine Bombe oder so. Ja. Klick. Yes. Gimme, 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 gimme. Juhu. Tschüss. Alright. Ja. Okay, also. Fass kaufen, was logisch war, was wir konnten, was mir gerade einfällt, weil wir verdammt nochmal Epona haben. Und weil wir uns da auch nicht durchglitschen, buggen konnten. Oh, schade, ich wollte davon eigentlich ganz toll abprallen. So, ja, Kollege, du bist schon richtig, genau, verpiss dich. Aber der hat schon echt einiges, also wow, der ist schon recht weit gekommen, ne? I thought I could break it. Sergat. Hey, as long as it's open to traffic, it's fine. Ja. Im Deutschen sagt er ja noch, was, da habe ich mich hier eigentlich abgerackert? Irgendwie sowas, ne? Aber ja, gut. Wir haben noch immer nicht die Maske des Wissens, oder? Nein. Aber jetzt bin ich tatsächlich verwirrt, weil haben wir dann den. Wir haben das Pferd. Punkt aus Ende. Das heißt, wir waren am ersten Tag hier. Bin ich dumm und haben wir diesen Cycle schon gemacht? Jetzt mal ohne Spaß. Hey. Won't say my name. Whatever. Du callst mich sowieso Grasshopper. Weil ich grüne Kolomotten trage.
Ja, okay. Also an die abgerissene Cutscene kann ich mich auf keinen Fall erinnern. You are a boy, won't you try? Nein, das haben wir noch nicht durchgezogen. Das ist echt scheiße. Das ist echt derbe Scheiße. Ist hier hinterm Haus einer? Ich glaube nicht. Oh doch. Einfach Spammerino mit den Dingern. Okay, bin ich doof? Wo sind die letzten zwei? Aha! Unter 2 Minuten, wa? War doch so. That's great! Ja. Cool! Deswegen hatten wir Oponas Lied, richtig. Okay. Das heißt, wir könnten den Goron-Tempel machen, auch wenn wir hier in dem Cycle jetzt nicht die. Okay, das ist geil. Ja, alles klar. They run away, so we have to keep finding them to. Moment, nochmal bitte. Kann ich nur nochmal. Ja, popping up, if they get in the barn, we lose. Run away at first light of the sun, so we have to keep. Ja. Operation starts tonight at 2. I'll be waiting at the barn. Okay. Moment, wie viele Pfeile haben wir? 30. Reicht. Okay. Jetzt ergibt das alles ein bisschen mehr Sinn, finde ich gut so. Ach so, ja. Erstens so. Ja. Zweitens, man wäre hier ziemlich, ziemlich doof. Ja, okay, shit. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen warten. 6 Stunden warten, bis 12 Uhr ist. Beziehungsweise dann halt hier chillen bis 2. Aber wir könnten so lange ein bisschen mit den Schwestern. Okay, reden wäre dumm. Weil alles, was wir hier an Text schmeißen, lässt die Zeit stillstehen. Sogar durch die Türen laufen lässt die Zeit stillstehen, was echt Kacke ist. Also, nun. Wir können ein bisschen stalken. Obwohl, ja, Detailarbeit schön und gut auf dem N64, aber im 3DS-Remake sind hier, ist hier zum Beispiel so viel vollgestopft mit Zeug. Hier ist Spielzeug von der Kleinen und hast du nicht gesehen. Und da sind sogar Zeldas und Ganondorfs Pferd aus der, also als Plüschi-Pony, My Little Pony-Version quasi, aus Ocarina of Time, was ich zum Beispiel super nice fand. Oder ich glaube, ja, bei dem Goron-Baby liegt auch aus massivem Stein so eine Wiimote rum oder ja, solche Sachen finde ich sehr, sehr cool anzusehen, gerade in den Remakes. Aber ja, wir müssen jetzt wohl leider ein bisschen warten. Schade.
ebenfalls besser in der 3DS-Version. Da können wir zu einer gewünschten Stunde vorspulen. Ja, hier oben drauf. Nichts Tolles. Eigentlich nichts Tolles. Schade auch. Von hier oben könnte man schießen. Gleich in der Nacht. Aber dann kriegen wir die Viecher da. Also die kompletten Gegenüberviecher nicht. Was auch doof ist. Narp. Das macht's auch einfach. Ja. Sagen wir zum. Jopp, alles klar. Pfeile on Mars. Hau auf Kacke. Gut. Aber ja, stimmt. Wir haben bei dem Goronenblachen nur Eponas Lied bekommen. Ja, hat's irgendwie aus meinem Kopf herausgeschossen. Wir haben. Okay, wow, alles klar. Wir haben Überlänge. Gar keine schlechte Sache, weil dann kann ich in der nächsten Folge. Jetzt kann ich einfach ein bisschen warten und in der nächsten Folge. Ta-ta-ta, ja, rü. Bitte sehr. Also, ihr könnt mir gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Nächste Woche Dienstag gehen wir ein bisschen Geister jagen. Bis dahin verfolgt auch den Twitch-Kanal. Das kann ich gar nicht oft genug erwähnen. Nächstes Projekt, auch Zelda, wird definitiv da stattfinden. Alright? Blink out.